Tag, ihr Trampeltiere. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Picheln im Pool mit eurem Fitnessguru. Wir haben wieder ein sehr wunderschönes Bier heute. Ein Arco-Bräu Moos. Ein Moser Liesel vom Arco-Bräu Moos. Aha, aus Moos. Ein helles 5,3%. Das ist vielversprechend. Auch ein Retro-Logo. Das ist eine Schankdame, würde ich jetzt sagen. Mit einem Bierkrug. Gut, dann machen wir es mal auf. Klang war gar nicht schlecht. Olfaktorisch ein Genuss. Sehr mild im Geruch. Gut. Bei der Hitze lieber kleine Schlücke. Ist nicht sehr, also naja, der Rülpser kommt nicht. Im Geschmack sehr gut, schön abgerundet. Mild, süffig, sehr lecker. Boah, da kann man viel trinken. Das ist gut. Ich habe jetzt schon zwei, drei mehr getrunken in der Zwischenzeit. Ist irgendwie schon Zeit vergangen. Ich muss sagen, je mehr man davon trinkt, umso besser schmeckt es. Ist immer ein gutes Zeichen. Bleib bei 16. So, jetzt aber noch zu einem ganz anderen Thema. Nehme ich mal was Ernstes. Ich habe durch eingeweihte Kreise einen Artikel zugespielt bekommen von der Fachzeitschrift Der Postillon. Ich habe erst noch ein bisschen gewartet mit einer Reaktion, weil ich dachte, vielleicht ist das ja doch nur ein Witz. Aber der Artikel steht immer noch und scheinbar ist es tatsächlich so gelaufen. In dem Artikel geht es um einen Mann, der sich selber und seiner Umgebung was Gutes tun wollte, indem er beim Biertrinken joggt. Super Vorhaben, kann ich nur unterstützen. Leider war der Mann recht schnell frustriert, weil er immer das Bier verschüttet hat beim Laufen und dann hat natürlich kein Bier mehr gehabt und das hat ihn hier frustriert und hat das wieder abgebrochen. Jetzt ist es zunächst mal lobenswert, dass er natürlich das Bierverschütten einstellen will, weil wir wissen ja alle, Nahrungsverschwendung ist ein großes Problem in den Industrienationen. Und wir helfen alle immer damit, weil wir unser Bier nämlich leer trinken bitte und auch den Teller leer essen. Ich habe große Bauchschmerzen bei dem ganzen Thema, denn es ist so schade, dass lobenswerte Vorhaben immer wieder abgebrochen werden, weil die Leute nicht informiert sind und sich auch keine Unterstützung holen, weil es einfach nicht gut geplant ist. Denn das ganze Vorhaben war ja schon zum Scheitern verurteilt, bevor er überhaupt angefangen hat. Im Artikel stand nämlich auch, dass dieser Mann das Ganze macht, weil er seinen Bierbauch loswerden will. Und das ist natürlich fatal. Wie wir alle wissen, Fett ist Energie. Und in der Körper, wenn der Energie braucht, wenn dem Energie fehlt, was macht er dann? Der will ein Bier. Ist ja klar, Bier ist ja auch Energie. So, und was passiert, wenn man Bier will, wenn man Bier braucht, aber keins bekommt? Man fängt an zu zittern. Richtig. So. Also, logischerweise läuft der, fängt an zu zittern, das ganze Bier wird verschüttet. Ja, hilft natürlich nicht, wenn er dabei auch noch joggt und die Arme bewegt und dann gibt es eine riesen Zitterei, weg. So, also was. Macht der junge Mann, ist frustriert und hört wieder auf. Was also diese ganze Bierverschwendung verursacht hat, war nicht unbedingt das Joggen an sich, sondern das Zittern durch Energiemangel. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was hätte der junge Mann denn machen sollen? Lieber Fitnessguru, wie schaffst du das denn, dass du trotz so viel Sport immer noch so gut aussiehst? Naja, die Lösung ist immer wieder relativ einfach, habe ich im letzten Video auch schon gesagt. Der muss halt mal mehr essen und auch mal mehr trinken. Kommt halt mal ein Schnitzel mehr mit aufs Teller. Dann gibt es halt dreimal statt nur zweimal Mittagessen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Dann muss man halt auch mal was Anständiges essen. Nicht nur so Sachen, die nur satt machen, sondern auch mal Pommes zwischendurch und weiß ich nicht, du trinkst halt einmal fünf statt drei Bier oder pff, ist eigentlich nicht so schwer. Ich könnte ja mal ein Video über Ernährung machen, das mache ich glaube ich mal. Weil das scheint ja ein großes Problem zu sein. Und wenn der das Bier immer verschüttet, dann soll er halt nicht aus dem Krug, sondern aus einer Flasche trinken. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann kann man doch auch hier Stopfen drauf machen und ein Röhrchen rein. Zum Laufen, das ist doch vollkommen okay. Zur Not nimmst du ein Kondom drüber und schiebst das Röhrchen durch, fertig. Ja, das passt auch. Was mich an dem Ganzen aber wirklich geärgert hat, ja, ist, in dem Artikel ist kein einziges Wort davon, dass versucht wurde, dem Mann zu helfen. Ich weiß, bei so Naturdokus heißt es immer, ja, der Fotograf soll die Gazelle nicht retten, er ist nur dazu da, um das zu sehen, bla bla bla. Aber wir reden ja nicht von der Gazelle, wir reden hier von einem Mann, der versucht hat, sein Leben zu verbessern. Eine Gazelle trinkt ja auch kein Bier, der kann es ja auch nicht helfen. Den Menschen aber schon. Ich verstehe es nicht, warum der Autor nichts wenigstens versucht hat.
Wusste der nicht Bescheid? Kennt der sich nie aus? Da frage ich mich, warum schreibt er dann so einen Artikel? Ja, das soll er zu einem anderen Thema schreiben. Soll er Salatrezepte schreiben, die keiner will? Oder wo ist sein Experte? Wieso hat der keinen Fatman an der Hand? Ja? Jeder sollte einen persönlichen Fatman sich irgendwie an der Hand halten. Dass man eben zu solchen Themen, zu solchen Fragen anständige Antworten kriegt, professionelle Hilfe holen kann. Also, lieber Postillon-Redakteur oder liebes Redaktionsteam, bitte, bitte, bitte nehmt euch das zu Herzen, helft dem jungen Mann, wenn ihr das Know-how nicht habt oder keine Zeit, es macht gar nichts, es wäre mir ein Vergnügen, dem Mann zu helfen. Stellt den Kontakt her oder gebt ihm einfach meine E-Mail-Adresse, thefitnessguru@gmail.com. Ich schreibe es unten in die Beschreibung rein. Dann kann der junge Mann mit mir Kontakt aufnehmen, wir machen eine Trainingsstunde, kostet auch nichts. Ich gebe allerdings auch Seminare, ja, kostet 15 Bier. Zahlbar durch Eigenverzehr und da kommen wir auf den grünen Zweig, dann kriegen wir das hin, dann kann der Mann wunderbar joggen und saufen und fressen gleichzeitig und dann kriegt der richtige Fitness. Da hat der auch bald sein Wunschfettgesicht. In diesem Sinne, hungrige Grüße, euer Fitnessguru. Scheiße leer.